Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Die Wüstenregion steht heute an der Reihe. Oh, Moment, wir haben hier so eine Quest. Bis 5, das passt. Etwas Besonderes. Wahrscheinlich können wir dann mit Nidorino spielen. Ist doch cool. By the way, habe ich mir jetzt auch das Sympathie. Ich habe das Kraftarmband von mir weggepackt und packe jetzt das Sympathieband rein. Warum spielt ihr diese Musik? Ja, da, diese Schleife, die gebe ich mir. Dann trage ich das jetzt. Gut. Dieser Ort sieht richtig geil aus, merke ich gerade. Und, ja, das ist der einzige Gedanke, den wir in dieser Folge wahrscheinlich machen werden. Gott, was passiert denn da? Die bringen sich gegenseitig um. Was ist denn da los? Mensch, Sandan. So besessen nach Erkenntnis oder was? Oh Gott. Ich glaube, Sandan will uns umbringen. Hilfe! Ist ja nicht so, als wäre ich im Typen Vorteil gegen Sandan. Aber wir werden sehen, Sandan. Wir werden sehen! Sogar einen Crit bekommen. Oh Gott. Du hast ja eine gute Verteidigung, mein Freund. Bam! Aber es ist down. So, dein Pfeil nehme ich mal mit, dein Eisenpfeil. Da kommt kill es einfach. Da oben ist noch Geld oder so. Ja, nimm mit. Dum, 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 bam, 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 bam. Hi, Knack, Leon. Ich hoffe, Sie haben einen wunderschönen Tag. Und gehen jetzt sterben. Danke. Magneton Level 41. Nice. Okay, weiter geht's. E2. Es geht bis 20, glaube ich. Bitte sagen, es geht bis 20. Es müsste bis 20 gehen. Umsehen. Nein, wo kann man denn? Teaminfo? Hier sieht man es nicht. Wo sieht man das denn? Einstellungen? Dungeon-Status. Ach so. Nee. Nee, ich glaube, es geht bis 20 oder so. Ich habe jetzt nicht aufgeachtet, aber müsste bis 20 gehen. Bam! Weg mit dir. Ich habe heute gesehen, die Nordkette ist 20 und der Feuerebene, die ist 25. Aber ich habe ja gesagt, ich mache erstmal die Flammenebene, Feuerebene, was auch immer das jetzt war. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Auch wenn die Nordkette kürzer ist, die machen wir dann direkt danach, würde ich sagen. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich nicht irgendwie doch was umgeändert habe. Machen es doch so, wie ich es eigentlich vorhatte. Dann ist auch egal, ob jetzt 5 Ebenen mehr oder nicht. Das ist jetzt egal. Ganz ehrlich. Musik ist echt chillig. Das macht diesen Ort echt chillig, diese Musik. Auch wenn ich da Erinnerungen zurückbekomme von einem Ort, an den ich mich ungern zurückerinnern möchte. Oh Gott, die bringen sich wieder um. Sandan, ey! Bring doch nicht das andere Ninja-Turm um, ey. Das hat auch Gefühle. Ganz ehrlich. Tz. Mein Gott. Ach. Genau. Sonst noch was? Vielleicht ein Kaffee? Kuchen? Vielleicht mein ganzes Team? Wird's Anführer sein? Oh Gott, das kann Intensität? Das ist eines der stärksten Attacken in diesem ganzen Spiel. Wir sehen warum. Tötet es! Oh mein Gott! Und so, weil ich es gerade gesehen habe, es war noch nicht mein Erkenntnismodus. Also, boah, Sandan ist ja echt stark. Ja, kannst dich heilen, Beef. Wenn du magst. Dum, 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 du. Bam, bam. Bam. Badadam. Nice! Nassknet! Ich kenne einen, der mag Nassknet sehr. Falls das Video sehen sollte, hi, fühle dich gegrüßt. Tellum. Dup, 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 du. Du, di, du. Könnt euch auch so gegrüßt fühlen, ist mir egal. was? Ja, ja, mach das, mach das, mach das. Ist gut. Bam! Da geht er down. Ja, kannst Erholung ersetzen, mir egal. Nice, das ist halt echt viel. Ist Synthese, aber dauert.
Also Synthese ist eigentlich besser, würde ich sagen. Absol. Ich habe schon Absol, aber... I don't know. Ja, okay, Pika kann sich heilen. Wäre vielleicht besser. Ich habe nämlich immer noch keine neuen Belebersamen. Wäre schön, würde die Illusionshülle mal wieder auftauchen bei mir. Und warum muss jetzt wieder Sandsturm sein? Was? Schleimfalle? Moment, was? Okay, I don't know. Was passiert ist? Was war das denn jetzt hier? Okay, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ist irgendwas mit den Äpfeln passiert? Nö. Okay, keine Ahnung, was da los war. Zack, zuweisen. Ja, weiter geht's. Na komm. Ach, bei ihm. Bei ihm ist das Ende. Ich glaube, der war links, oder? Und vielleicht den Sandern, das erstmal sterben muss. Okay, ist Absol. Ich meine, könnten ihn retten, wenn wir Bock haben. Also, warte. Moment, das ist hier Dings. Partner. Ah. Dam, bam, 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 bam. So, wir werden diesen Dungeon, egal wie lange er wird, in dieser Folge durchmachen. Wir wollen ihn nicht verlassen, den Dungeon. Wir wollen weitermachen. Das wollen wir. Wir wollen Mauern. Was? Darf ich bitte etwas tun? Hör bitte auf zu verfehlen. Ja, das ist jetzt nochmal Synthese ein. Ja, wegen dem Sandsturm kriege ich halt nicht so viel durch die Synthese. Aber immerhin etwas. Da, 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 da. Die, die, da. Ich vermute mal unten links. I guess. I don't know. Ich vermute einfach mal, dass wir nach unten links müssen. Deshalb renne ich ganz schnell nach unten links. Zack. Und ja. Hier war richtig. Nice. Nein, ich möchte ihn nicht verlassen. Ja, ich möchte weiter. Dudu. Hm. Der wäre doch was. Oder? Ich habe schon eins, glaube ich. Ich weiß es halt gerade nicht. Ich sehe halt keinen Pokéball-Punkt oben an seinem Namen. Damit ich sehen kann, ob ich ihn schon habe oder nicht. Wäre schon nützlich. Ich weiß zwar nicht, wie sie das hier machen würden, aber... Trotzdem wäre es irgendwie nützlich. Oh Gott, Naskne ist gestorben. Tut mir leid, ich muss mal mit Belesam behalten. Das ist seine Schuld. Ich werde ihn ja eh irgendwann wiederholen. Naskne. Eisen. Kann ich ja gleich mal trinken. Gleich mal futtern. Was auch mal. Wo ist denn das? Da. Verteidigung. Wer möchte denn die Verteidigung erhöht bekommen? Hm. 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 Gib's Pika. Mir geht's gut. So. Dum 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 bum 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 bum. Oh Gott, zwei Nasengneter. Nasenmagneter. Bam, eins down. Das andere kommt sogleich. Aua, was soll denn das? Weiß, warum kann ich nicht angreifen? Na egal. Alles so ruhig in diesem Ort. Alles so entspannt. Es ist nur die Wüste hier. Und sonst nichts. Nur diese Wüste. Was haben wir bekommen? Oh, der Mini-Belebersamen. Das ist aber sehr toll. Willkommen zu meinem ASMR-Video. Hier in dieser Wüstenregion werden wir ein wenig über unser wunderschönes ASMR-Leben reden. Denn wie ihr wisst, sind ASMRs gut gesehen auf YouTube. Aber nein, keine Sorge, ich werde keine ASMR-Videos machen. Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Nee, alles gut. Bam, 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 bam. Oh Gott. Als ob da einfach eine Sprengfalle war. Ja gut, ne? Man kann das ja mal machen. Zack, und... Okay. Ja, komm, gehen wir weiter.
Ja, weiter. E7. Oh Gott, da war ein. Oh Gott, da war ein Bomber neben mir, hab ich gar nicht gemerkt. Moment, ich hab keine AP mehr. I do not have any AP anymore. Warte, Moment. Ich gebe mir ein Top-Elixier. Allgemein, meine Attacken haben keine AP mehr, deshalb. Zack. So. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Die Folge ist schon 10 Minuten. Ich esse mal einen. Oh, ich habe keine Äpfel mehr. Ach Gott, ich hasse es. Ich hasse es, keine Äpfel mehr zu haben. Hier geht's auch nicht lang. Wo ist denn das Ziel? I want to continue my journey, please. Wo ist das? Wo ist das Treppchen? Das kleine Treppchen. Zack, zack, zack. Da kommen wir weiter zur höchsten Region. Schon seltsam, dass eine Wüste eine Treppe hat. Eine ganz normale Treppe einfach so. Schlafsamen. Ja, okay, warum nicht? Zack, und jetzt ganz schnell. Nicht kämpfen, nicht kämpfen, nicht kämpfen, nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht. E8. Baum, baum. Ja, jetzt müssen wir aber kämpfen. Da gibt es keinen Entkommen. Bam, Crit. Nice. Der Crit hat's gepackt. Schleimkost brauchen wir nicht, aber nehme ich mal mit. Kann ich ihn dann wegschmeißen? I don't know. Ich meine, es ist gut für zwischendurch. Ich meine, es ist wie ein halber Apfel, glaube ich sogar. Sparbandana. Ich brauche diese Sparbandanas nicht. Da habe ich so viele von. Gefühlt. Ich will die nicht. Hau ab. Wer bekommt? Ah, Pika. Das ist gerade eine Pose von Pika. Level 44. Nice. Dum, 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 dum. Hau ab. Gehst du down? Gut. Oh. Ja, die Beldra kann man immer gebrauchen, ne? Am Ende. Ach, ich krieg sogar Level up. Level 47. Das passt sehr gut. Also man kriegt erstmal den Encounter und dann ein Level up. Okay, das ist gut zu wissen. Die Sprengfalle hat mir gerade nicht gefallen, möchte ich mal nebenbei bemerken. Anmerken. Whatever. Synthese. Und es ist sonnig, deshalb kriege ich jetzt maximal. Das finde ich super. Kill doch einfach das Karpilz. Hast du mich einen Siegelbär oder so was? Ja, habe ich, aber ich gebe dir keine. Wenn du down gehst, gehst du down. Ich gebe dir nichts zum Heilen. Oh Gott, Pika, pass auf. Bitte pass auf, Pika. Lass mich nach vorne, lass mich nach vorne. Mein Gott. Damn. Weiter geht's. E10, die Hälfte haben wir. Die Hälfte der Folge ist schon vorbei, deshalb passt. Oh, und ja, okay, nicht die Hälfte der Folge, aber ungefähr die Hälfte. Noch ein Klacklion. Ja, wie gesagt, ich heile euch nicht. Wenn ihr tot seid, seid ihr tot, ne? Ich heile euch nicht, aber ihr könnt gerne mitmachen. Ich passe nicht auf euch auf. Gut gemacht, Pika. Dum 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 du 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 du. Oh Gott, aua. Tut weh, Mann! Ey, was soll das denn? Nidoqueen. Geil, Mann, hat zwar keine Fähigkeit, aber Nidoqueen ist stark. Deshalb gerne. Wir werden mal ganz kurz Top-Ether an Beep Beep. Und dann geht's weiter. Dum 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 dum. Oh hi Knacklion, und ich habe ich heute noch gar nicht gesehen. Wie geht's dir so? Ciao. No, nein! Pika! Wollen wir ihn beleben? Ja, ich würde sagen, wir beleben ihn. Ich hätte den Belebersamen benutzen sollen. Dann habe ich nämlich noch so einen ekelhaften Samen, den ich sofort wegschmeißen kann. Weil gerade sind keine Gegner nearby. Kann ich die sofort wegschmeißen. Egal, passt. E11. Warum hat eine Wüste überhaupt Treppen? Und warum muss Capoeira seit neuestem so rumtanzen? Er hat früher nie rumgetanzt. Vorher war der immer auf dem Kopf. Auf seinem
da, wo er immer rumtanzt. Da, auf seinem Spitzenkopf. War immer am Tanzen, so am Drehen. Wie so ein Beyblade. Ja. Und dann irgendwann haben die einfach diese Tanzanimation für ihn gegeben. Why, why, why? Ich verstehe es nicht. Warum muss man das machen? Niemand hat danach gefragt. Glaube ich. I guess. Rutenschlag. Was soll das hier werden? Chausen. Bam, 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 bam. Oh Gott. Greif's an. Bam. 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 Es ist down. Nice. Er hat Kräfte. Ach, da hinten ist noch ein Pokémon. Ja, ist down. Okay. E12, voll auf die 12, 12, oder auch nicht. Was? Okay. Ah, manchmal bin ich einfach random, Leute. Aber ich glaube, das hat der mittlerweile selber rausgefunden. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Hungerfalle. Oh Gott, ich bin am Hungern. Oh Gott. No, no, no. Das ist nicht gut. Ich habe auch gar keine Äpfel. Ich habe gar keine Äpfel einfach. Wow. Ich esse den perfekten Apfel einfach. Komm. Jetzt mal einfach. Dann brauchst du dich nicht mehr darum kümmern, dass du Hunger bekommst in diesem Dungeon. Wandelzweig. Okay, wir haben ganz viele Zweige, meine ich. Sorry. Die können wir gut gebrauchen für die Bösse. Und die Erkenntnis sammeln. Ich habe übrigens 3 insgesamt. Oder 4. Ich weiß gar nicht. Ich habe alle weggetan. In Skalgama-Lager. Außer 1. 1 habe ich noch im Inventar, falls halt brauche. Wenn ihr eh bald ab nächster Folge Bosskämpfe wieder machen. Das wird dann spannend für die Leute, die sich auf Bosskämpfe freuen. Ich habe tatsächlich erwartet, dass man bei diesem Spiel alle Pokémon Shiny bekommen kann. Das wäre cool gewesen. Aber haben sie leider nicht gemacht. Warum eigentlich? Ach ja, es gibt übrigens ein... Soweit ich weiß, gibt es ein Gen 6 Pokémon in dem Spiel. Das ist Felinara. Weil es sollte alle Evoli-Evolutionen geben. Und deshalb haben die Felinara reingepackt ins Spiel. Auch wenn es ein Gen 6 Pokémon ist und es keine Gen 5 oder sonst irgendwelche Pokémon gibt. Es gibt nur die Hälfte von Gen 4 und gar keine Gen 5 Pokémon, aber ein Gen 6 Pokémon, Leute. Und das ist Felinara. Und das nur, damit sich Evoli auch zu Felinara entwickeln kann. Ich hoffe, man kann irgendwann mal Evoli rekrutieren, weil dann kann ich nämlich... Ich weiß nämlich nicht, wie das mit den Schattern ist, welche man rekrutieren kann, welche nicht. Bam, 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 bam. Ey, ah, hier ist die Treppe. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Treppe? Da ist sie. Nice. Und wenn die Folge noch keine 30 Minuten ist am Ende, dann werde ich einfach mal wenig im Markt rumgucken, ob ich irgendwas kaufe, ob ich vielleicht irgendwelche Basen kaufe, Camps meine ich. Oder was. Du müsst ihr natürlich nicht schauen, ich weiß, dass es nicht jeden interessiert. Ich meine, ihr könnt auch wegschalten dann an dem Punkt. Was haben wir hier? Sperrbandana! Kann ich alle verkaufen gegen gleich. Lol. Oh mein Gott. Kill das. Nein, oh mein Gott! Alter, wie es laggt! Nicht verwenden. Ja, kill das ein. Da gehen wir nicht lang. Nein. 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 Da gehen wir nicht lang. Ich habe keinen Bock, gegen Mogelbaum zu kämpfen. Als Superboss. Habe ich keine Lust zu. Ganz ehrlich. Ich sehe diesen Superboss um die Ecke. Zum Glück war es Mogelbaum, weil Mogelbaum bewegt sich nicht viel. Überhaupt gar nicht in diesem Spiel sogar. E16.
Oh, Kill ist einfach bäh. Ich hoffe, ich kann euch auch, oh, Harmonie. Harmonie war doch eine gute Fähigkeit, oder? Habe ich sie nicht selber? Egal, wie auch immer. Verdammt, so habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal. War wahrscheinlich nichts Wichtiges. Bum, 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 bum. Ey, gib mir die Nadel. Nadel, Nadel. Eisennadel. Eins. Nur eins? Warum nur eins? Naja, immerhin. Mehr eins ist mehr als keins. So, Pupanze, bitte nicht sterben. Denn die anderen kämpfen gerade nicht mit. Zack, geht down. Da geht er da down. Das trinken wir mal. Ich oder... Oh Gott, nee, nicht ich. Ich bräuchte, wenn dann, ein Elixier. Und das nehme ich mir jetzt auch. Weil ich weiß ja nicht, was noch um die Ecke kommt. Am Ende ist dann um die Ecke noch, eine Monsterfalle. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Treppe! Einfach durch die Wand. Ist mir egal, ich will nur zur Treppe. Komm, kill das Gorgler. Nice. E17! Bam! Ein Dodo. Nee, danke, Bräunig. Da sind zwar Goggles, aber komm, ich will einfach nur raus hier. Tatsächlich kommen wir in dieser Folge ganz schnell durch. Von dieser Wüstenregion. Ich mag diesen Soundeffekt von der Nadel. Kill es doch! Geht doch, meine Güte, Magneton, stell dich doch nicht so an. Sorry, Dodo, ich will dich nicht retten. Röntgenbrille. X-Ray Goggles, nice. Schleimkost, ja, why not? Ja, komm, esse mal. Oh Gott, nein. Nein, okay, weg. Nein, das lässt du schön sein, mein Freund. Ciao. Ja, Heimat bitte, gib Pika. Nope. Sorry, Pika. Du wirst nicht geheilt. Wir sind hier kurz vom Ziel. Ich werde hier niemanden mehr beleben. Das könnt ihr alle vergessen. Könnt ihr alle vergessen. Nice. Oh Gott, wir kriegen so viel Damage. Damage, wir kriegen viele Damage. Und Nono. Dat is nette gut. Badi dab 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 da. E18. Wen sehe ich denn da oben? Den will ich killen. Bam, Crit. Da haben wir Zwirklopp gekillt. Ich verwechsel ihn immer mit Zwirfins. Zwirklopp. Zwirlicht, Zwirklopp, Zwirfins. Das muss ich mir mal merken, ey. Hi. Und ich würde mal sagen, bye. Oh, er will ins Team. Yo. Gerne, mein Freund. Gerne. Gerne, gerne. Die Trap ist direkt hier. Das heißt, wir sind am Ziel, oder? Komm schon, Ziel. Nein, kein Ziel. Ach, Mann. Ja, dann müssen wir noch eine Ebene machen. Ja, den kriegt er schon, den kriegt er schon. Und wenn du jetzt stirbst, Magneton, ich bin enttäuscht. Dann, okay. Dann ist gut. Können wir nicht trinken? Kein Bock. Knackleon! Boah, die fühlen sich alle richtig krass. Cool. Oh, er sieht mich. Nein, hör auf mich zu sehen. Nee, Seher ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Also zumindest für eine längere, für einen längeren Kampf ist sehr, sehr gut. Ich will dir dann später den Arsch retten. So. Die Folge ist zwar nicht lang, aber komm, wir wollen das hier beenden. Skorgler, ja. Why not? Ach so, nö. Nö, dann nicht. Ja, ciao. Sorry, ne? Bye. Komm, ich sag mal oben. Ich sag oben. Ja, richtig. Bam.
Get down und dann gehen wir weiter. Und was kriegen wir? Was? Goldfossil? Wird es geworfen, fliegt es in hohem Bogen auf seinen Gegner. Trifft es diesen, erleidet er Schaden. Trifft auch Gegner in der Wand. Sein goldener Glanz verleiht ihm das luxuriöse Etwas. Kann ich es verkaufen? Was ist das denn? Ist das neu? Das nehme ich mal mit. Das kenne ich gar nicht. Was ist das? Goldnadel. Ey, ich guck mal gleich, ob ich die verkaufen kann. Lol. Tauschen gegen das Sparbandana. Okay, sehr interessant. Und was kriegen wir aus der Box? Ein Regenbogengummi. Naja, immerhin etwas. Okay. So, dann werden wir uns noch in der Schattenmilch umgucken und dann werden wir in der nächsten Folge und in der übernächsten Folge auch noch wundertolle Orte begegnen. Erkunden. Das heißt, zwei Bösse, glaube ich sogar. Doch, doch, das sind zwei Bösse, die wir dann in den nächsten beiden Folgen kämpfen werden. Nice. So. Komm, wir können alle mitmachen. Mir egal. Wie ihr Bock habt. Ach, beeilt euch. Mensch, kann man das nicht vorspulen? Einfach ja, 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 ja. Ich will das nicht sehen. So viele! Oh. Na gut, es war auch einfach, deshalb. Oh! Nice! Wow, es war noch nicht mal Nidorino, es war einfach nur ein ganz normales Nidoran männlich. Auf Level 8! Hat sich nicht gelohnt. Aber ich finde gut, dass momentan gerade keine neuen Events starten. Das waren noch gerade wirklich viele. Und glaubt mir, es kommen noch viele. Es gibt noch wirklich viele. Aber die werden wahrscheinlich erst gestartet, sobald ich die anderen durch habe. Vielleicht kann man nur drei Events auf einmal haben. Hi, Philippa. Ich habe ja letztens so eine Zeitung bekommen mit zwei Intensivtickets, aber die hat mich nicht gejuckt. Nur so zur Info, weil wir jetzt gerade Philippa gesehen haben. Himmelsturm. Ein besonderes Geschenk. Super. Wow, Umi-Gut. Super, wollte ich schon immer haben, das Item. Habe ich es jetzt im Inventar? Ich habe es im Inventar. Oh. Schmeiße diese Kacke weg. Dam, da da dam. Dam, dam, da da dam. Da 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 dam. Da 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 dam, da 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 dam. Brauche ich noch einen Sparbandana? Gott. Wir brauchten sowas. Noch ein Samen. Schmeiß den Kack weg, ey. Nö, mehr brauchst du nicht. Oh nö, Mamfaxo. Ey, das wollte ja von Mamfaxo sein. Zurückgeben. Na gut. Echt, gebe Mamfaxo echt Futter zurück. Man fragt sich viel komisch. Du ehrlich und nett sein. Ich geb dir Apfel. Belebersamen. Noch besser. Man packst du jetzt gehen. Du gut. Habe ich euch schon mal gezeigt, das hier? Das kann öfter passieren. Es gibt aber mehrere Formen davon. Wie viele, weiß ich nicht. Ich habe bisher nur das hier und noch ein anderes gesehen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Hier gibt's nichts, oder? Warum gibt's keine Overworld Secrets? Hier hätte ich irgendwas versteckt. Irgendwie so ein Item. Ein Apfel oder so. Wäre lustig gewesen. Ohne auch eine Einladung kann ich kaufen. Mini-Belebersamen. Das kaufen wir mal. 1200 für beides. Nice. Dum, 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 dum. So, Knuddeluff. Ich kaufe mal bei dir ein. Irgendwas Neues. Irgendwas aus den Camps. Ja. Ey, nur noch zwei Seiten von den Camps. Nice. Was? Ah, nur Kyure. Okay. Ja, kauf mal hier die Eisschollen, das Eisschollenufer. Warum nicht? Why not? Tada! Tada! Alles klar. Können wir sonst noch irgendwas machen? Stimmt, ich wollte nachgucken, wie viel die kosten.
Golden. Ich vermute mal, man kann die für ganz viel Geld verkaufen. I guess. Ja, kann man. Ich denke mal, ich verkaufe sie. Ich wüsste nicht, wofür ich sie sonst behalten sollte. Ich denke mal nicht, die machen mehr Schaden als Eisendinger. Selbst wenn. Ist egal, jetzt habe ich sie eh verkauft. Ist egal. Brauche ich nicht. So. So, den Schildpart... Was, den Schildparteich? Was ist das für ein Name? 3T. Schildparteich. Okay. Cool. Obwohl, wir könnten noch altes Labor kaufen. Das wäre cool. Egal, machen wir nächstes Mal. Wir machen erstmal den Schildpartei. Dum, 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 dum. Okay, tradala. Okay. Ich glaube, das war's dann für die Folge. Ja, habe ich gerade nicht im Kopf, was wir machen könnten. Mehr gibt's nicht. Von daher, wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden Träumchen, Abo werden. Irgendwas, was auf Abo reibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann wieder Bosskämpfe bestreiten. Haut rein!